mehr oder weniger frisch. Der Kev ist natürlich wieder mit dabei. Hallo. Und wir haben uns mal wieder das doch antiquierte, angestaubte und verbrauchte Brimstone rausgenommen. Wie viele Anläufe hatten wir bisher? Das war der vierte. For a few Darkstones more, vierter Anlauf. Rekapitulation der letzten Aufnahme, sagtest du? Ich bin angenervt. Nee, sondern war dein Urteil in wenigen Worten zuletzt? Nichts Neues gesehen, glaube ich. Content genau, enttäuscht. Nichts Neues gesehen. Ja. Content war enttäuschend. Ich mag nach wie vor den Kerker nicht. Ich glaube, das war es so, was es zusammengefasst hat. Ja, 2 Minuten. Aber ich bin neugierig auf mehr. Das war so mein Punkt. Genau. 2 Minuten, auf geht's. Ich werde immer angefressener, muss ich ehrlich zugeben. Das Problem ist, ich habe langsam so die Befürchtung, dass ich in Darklight mehr oder weniger ziemlich unsäglich hier. Also, ich war gerade abgelenkt von dem Timer, den er gerade hier laufen hat lassen. Weil ich habe so das Gefühl, man wirft Darklight was vor, was ein Brimstone genau so falsch macht, wie Darklight auch rein theoretisch, weil du schaffst nicht mal das erste Szenario. Und das, man muss es jetzt mal kurz so sagen, trotz Charakterwechsel, wo ich gedacht habe, es liegt an dem Gambler, was mich ja schon ein bisschen abfuckt, wenn ich sage, ich kann eigentlich nicht die Heldenkombination spielen, die ich ganz gern wollen würde. Wenn es an der scheitert, bin ich ja schon immer ein bisschen stressgeladen. Ne? Dann kommt jetzt dazu, dann habe ich jetzt einen echt toughen Charakter eigentlich gehabt, den Wandering Samurai. Und trotzdem schaffen wir es nicht, lustigerweise das erste Szenario zu machen. Deswegen merke ich auch immer wieder, klar, es ist vielleicht im Nachgang nicht so schlimm, aber Darklight hat genau dieselben Problematiken wie Brimstone, bloß zeitversetzt. Das, was bei Brimstone am Anfang mir Frustpotenzial beschert, was mich dann später zwar belohnt, ist aber beim Darklight halt gefühlt wahrscheinlich andersrum. Da ist es so, da werde ich am Anfang belohnt und sage, ey, ist ein cooler Dungeon, ich habe Spaß daran, das Ding zu machen und werde dann später halt wahrscheinlich aufgefressen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe, das kann man dazu sagen, ich habe neuen Content gesehen, das war schon mal cool. Ich fand die Begegnung mit Undead Gunslinger zum Beispiel ist total geil gewesen. Auch der Todesstoß, den wir jetzt natürlich gekriegt haben durch den, wie hieß er nochmal jetzt, was war der letzte jetzt? Der Flashstalker. Der Flashstalker, genau. Der dann in der Special-Begegnung aufs Brett kam. Auch total gut gemacht, super eingebunden, gar keine Frage. Aber natürlich mit großen Schwierigkeitsanpassungen quasi, müsste man den, glaube ich, spielen. Weil der ist nämlich genau so, was man sagt, der kommt random einfach aufs Brett, du hast es nicht in der Hand, tötet dich, fertig, aus. Ja, und da bin ich... Ja, weil, das ist ja der Grund, wenn man sagt, das wirft man im Darklight vor... Kann man das im Brimstone genauso vorwerfen? Das möchte ich nur kurz festhalten, weil das wäre unfair zu sagen, das ist nicht genau dieselbe Schwäche. Ich sag, wie gesagt, in anderem Kontext vielleicht ein bisschen, aber das ist was jetzt leider bei mir auch arg rauskam. Es nervt mich voll, wenn ich jetzt nochmal, glaube ich, das spielen muss und wir es wieder nicht schaffen, trotz der Charakterbesetzung, mache ich einen Tableflip, dann flippe ich voll aus. 2 Minuten sind durch. Nein, Quatsch. Okay, 2 Minuten sind durch. Okay, gehen wir nochmal konkret auf den Flashstalker ein. Also der Flashstalker kommt ja mit einem random Ziel logischerweise. Ja. Und das Ziel ist es eben nicht, den Flashstalker zu töten, sondern eine bestimmte Sache einfach zu schaffen. Wie in dem Fall, entweder gewinnt er, indem er die Grid-Tokens hortet von uns, dass er uns die stiehlt, oder auch die wir ausgegeben haben, man addiert die. Oder aber wir machen ihm, und das klingt ja eigentlich recht überschaubar, in Abhängigkeit der Hero, der beteiligten Helden, so viele kritische Treffer. Es geht nicht mal um den Damage. Genau. Sonst hat er in unserem Fall 30 Leben. Mit einer Defense von 4 ist auf jeden Fall stramm. Also direkt töten klappt nicht. Aber diese Ziele zu erreichen, sind ja machbar. Unser Problem war, dass wir jetzt einen Revive-Token schon geopfert hatten und wir hatten keine Bandage, denn sonst hätten wir es geschafft. Dieses scheiß Dynamit, was ich jetzt mitgenommen habe, war leider genau die falsche Wahl, denn mit der Bandage hätten wir safe das Ding geschafft. Aber das ist auch ein Argument. Das im letzten Szenario war es andersrum. Der Fall hat mir die Bandage gebaut und das Dynamit war das Problem. Also deswegen, das meine ich mit dem, dieser Random-Faktor, der dich zum Tod bringt, ist bei beiden Spielen Darklight wie Shadows of Brimstone derselbe. Falsche Entscheidung getroffen oder falsche Karte gezogen, aus ist vorbei. Und das hast du nicht in der Hand, weil das vor dem Szenario passiert. Das stimmt, aber wie gesagt, diese Random Draws hat ja das Darklight auch, aber es hat halt auch sowas wie, ja, mach einfach mal eine Reise und mach 6+3 Reisetage oder so, die dann nicht mehr machbar sind. Natürlich. Das kommt noch oben drauf, genau. Das hast du hier halt nicht so extrem. Du hast einen Flashstalker, wo es ist knapp. Klar, es kommt. Wir haben den ja gekriegt, aber der blutet uns halt so weit aus, dass du danach das Dungeon nicht mehr schaffst. Und genau. Das ist das Problem. Richtig, aber hier dürftest du regelkonform fliehen. Nee, ich nicht. Ich hatte den Wandering Samurai. Ich darf aus dem Dungeon nicht fliehen. Ja, ich darf aus dem Dungeon nicht fliehen. Deswegen hat der Wandering Samurai das ja auch geschafft. Aber jetzt mal ganz kurz. bin ich halt total wieder glücklich mit diesem Spiel. Ich finde, allein diese Begegnung mit dem Undead Gunslinger ist episch.
super geil. Und auch der Flashstalker ist super geil. Ja, ich fand, aber ich muss ehrlich zugeben, den anderen Gunslinger besser. Der ist besser eingepflegt irgendwie, das Ganze. Ich fand den Flash, weil der war halt einfach ein Gegner, der noch obendrauf eine Bedingung hat, der eh schon tough ist und den du nicht zwingend nur durch diese Bedingung, die so easy zu erfüllen ist. Wir waren so weit weg von den Grids übrigens, by the way. Und ja, von seinem Ziel, was ja gut ist. Wir waren aber nah dran an unserem Ziel. Die Grids sind ja sein Ziel. Wieso? Es fehlt ja eine Wunde, als sie umgefallen war. Was? Ja, sicher. Eine Wunde? Wir brauchen 4 kritische Treffer. Sag ich doch. Wir hatten einen. Da hatte er. Wir haben es gerade über die Grids gemacht. Also über sein Ziel haben wir ihn gehabt. Also egal, aber ich fand den. Weil den fand ich halt. Was ich cool an dem anderen Gunslinger fand, ist, das ist eine Bewegung, die war komplett ausgelöst von diesem Dungeon. Da stand extra noch drin, es ist egal, wo du den platzierst, es macht keinen Unterschied. Der ist im Dungeon, der hat gerade voll Bock auf dich einfach nur niederzufeuern. Und der kommt jetzt, das ist wie so dieses Dead Showdown-mäßige Ding, wo du einfach sagst. Time freezes und jetzt gibt's einen kleinen Showdown. Und das ist so ein cooler Effekt und so. Deswegen fand ich den anderen Gunslinger super geil. Der Flash-Soccer war super beschissen. Also. Im Sinne von jetzt, natürlich hat trotzdem Spaß gemacht, aber im Sinne vom Schwierigkeits- und vom, wie das in das Ganze eingebaut war, ins ganze Dungeon, fand ich den Undead Gunslinger halt besser, weil der halt so random auftaucht und dann macht diese Randomness auch wieder Sinn so ein bisschen, weißt du, das ist dann so wie so ein, keine Ahnung, vielleicht habe ich da einen falschen Eindruck davon, aber ich fand halt den Flashstalker irgendwie so, der ist ein Gegner, der tough ist und der taucht jetzt einfach auf. Aber macht dir noch mehr Schwierigkeiten, als er normal machen würde. Nee, eben nicht, sondern er versuchte ja durch die. Klar, es hat ein Ziel von 7 oder so oder 6 Karten, weiß nicht, wie viele es gibt. Und er versuchte ja eine. Er kommt ja als abgeschwächte Version mit diesem Ziel. Das ist ja eigentlich die Intention davon. Und klar, da hängt es natürlich voll vom Würfelglück ab, wie viele kritische Treffer du machst. Wir würfeln natürlich dann mal wieder Grütze, kommt ja vor. Kommt vor. Ja. Aber der Unterschied hier ist, dass die Chance, es zu schaffen, prinzipiell da ist. Und bei den Darklight-Situationen sind die safe, egal was du würfelst, nicht mehr machbar ist. Auch abseits mal jetzt nur vom Darklight, das war jetzt auch gar kein Vergleich, sondern das war jetzt einfach nur, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, den fand ich jetzt zwar nicht schlecht, aber wesentlich mäßiger eingebunden als den Undead Gunslinger, weil es einfach so, da ist die typische Slapstick-mäßige, weißt du, der Gunslinger kommt so rein, schaut einfach vorbei und sagt so, jetzt ist Showdown-Time, ich will jetzt einfach mal. Und dann kommt halt so in Anführungsstrichen ein ernsterer Gegner und dann ist es bei mir immer, da passiert bei mir immer so ein kleiner Bruch, das ist immer das Problem. Aber dann ist doch das Shadow, wie heißt der? Heißt der jetzt Shadow Shift? Ich krieg's wieder. Shadow Shift, ja, genau. Ja, der Shadow Shift ist doch voll witzig, dass er durch die Models durchzieht und dir dann immer D6 Wounds reinblockt und dann haut er auf einmal ab. Dann ermöglicht das die Situation, dass ich dich noch als KO'd, obwohl wir dachten, das ist schon vorbei. Ja, ich hol dich noch mal wieder. Zu dem war es eh schon vorbei. Ja, aber wie cool halt diese Randomness dann genau solche Situationen einfach ermöglicht. Ja, das finde ich einfach, also, ne, dass er mit den eigenen Waffen kommt, die er jedes Mal mit den Tools of Terror, die er das wechselt, stimmt, ja. Dass er eigene Finish Goals hat, dann, dass der Shadow Shift so absurd ist, dass er... Alles gut, Redouan. Okay, dass er so eben solche Kombinationen ermöglicht, voll witzig. Also ich mag das... klar, der Undead Gunslinger hat nochmal seinen eigenen Charme, da will ja gar nicht... Genau. Ne, was jetzt cooler ist und was nicht, ist mir prinzipiell ja völlig wurscht. Ich finde nur einfach, dass die beiden einfach... Ne, du merkst einfach, dass die... Frösche bei allem Hass, den man vorher hatte, die haben sich einfach bei jedem Gegner Mühe gegeben. Die haben nicht nur einfach die Tafel genommen und das ist jetzt der Flashstalker und gib ihm, sondern er kommt mit 2 eigenen Decks und er hat sogar einen eigenen Spielmodus im Kerker. Das stimmt. Jetzt darf man natürlich aber auch nicht vergessen, wenn man nicht so gut vorbereitet ist wie du, ist das natürlich die reine Hölle, allein zu managen. Abseits davon mal, nur um Leute vorzuwarnen, das klingt jetzt einfach, nur dass man sagt, okay, man holt den Gegner mal schnell her und so. Wenn du den Boxen wühlen müsstest, genau. Deswegen, ohne den Schrank geht das ist mit einer gewissen Hürde auch verbunden. Also nicht, dass jeder jetzt denkt, das ist so easy zu managen. Ja, also man muss den Tisch auch nur angucken. Ne? Genau, ihr könnt in dem Video seht ihr jetzt ja auch entsprechend erstens nochmal, wie die Map-Tiles organisiert sind und wie ich die Monster organisiert habe. Das ist nur ein Versuch gewesen, das irgendwie hinzukriegen. Andere haben ja dann viele dieser professionellen Boxen auch zusammengebaut oder auch aus dem Baumarkt. Ich fand den Schrank eine ganz sinnvolle Lösung, weil man es einfach an den Tisch ranfahren kann und man packt es auch so einfach wieder weg. Ich muss da gar nichts rumrödeln und zur Organisation, die Karten, die zu einzelnen Gegnern gehören, die habe ich mit einfach zu den Gegnern gelegt, damit ich weiß, wenn der Gegner kommt, muss ich nur das Kartendeck rausholen. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Lösung, um die Ökonomie so halbwegs im Griff zu haben. Weil wenn ich jetzt anfange, in irgendwelchen Boxen noch mal zu suchen, das ist dann nicht mehr spielbar. Genau, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Nicht, dass jetzt, wie gesagt, das ist natürlich so ein kleiner Faktor, der natürlich dazukommt. Das ist alles eine Verwaltungsgeschichte dann. Aber egal. Soll mich auch nicht selbst beweihräuchern übrigens. Nee, absolut. Das mit den Map-Tiles ist ja auch nicht meine Idee zum Beispiel gewesen, sondern die habe ich ja auch geklaut.
Aber das ist einfach, da, wer da immer auf die Idee kam, mit den Mapplätzen zu organisieren, war auch total smart. Ist auch klasse, genau. Nee, nee. Aber genau, aber trotzdem, ich gebe dir natürlich vollkommen recht, um auf das Thema zurückzukommen, dass die Gegner trotzdem sich anfühlen, als ob man sich Mühe gemacht hätte. Das auf jeden Fall. Das, ja. Da gebe ich dir auch ganz natürlich komplett recht. Das wollte ich sagen, ich habe meinen Satz vergessen. Unweigerlich, glaube ich. Unweigerlich recht, genau. Ja. Das war, deswegen, es kam so unweigerlich aus meinem Mund raus. was kann ich noch dazu sagen? Ich habe immer noch gefühlt nicht genügend Content gesehen, tatsächlich. Wir kommen halt nicht weiter. Genau, das ist wirklich, das ist super frustig für mich im Moment, weil ich will es jetzt wirklich sehen, das ist mein Problem jetzt. Und ich habe halt so das Gefühl, ich will mich aber auch nicht selbst bescheißen, in dem Sinne, dass ich sage, ich cheat jetzt und wir machen jetzt irgendwie so ein Themed Adventure oder starten direkt in die Derelict-Sachen rein oder so. Ich will es einfach, weißt du, auf dem normalen Weg, wie ich es normalerweise spielen würde, ich möchte, dass sich das so ein bisschen natürlich einfügt. Und das ist dann so das Problem, natürlich der Nachteil auch. Ich meine, da könnte jetzt jeder sagen, gut, Kevin, bist du selber schuld, du Trottel, warum machst du es nicht einfach? Ja. Aber da bin ich immer ein bisschen dagegen und deswegen fühlt sich jetzt halt nur hart anstrengend an, zum vierten Mal jetzt wieder dasselbe, zum fünften Mal jetzt dann dieselbe Mission starten, weil wir sind ehrlich, unweigerlich, es wird passieren. Ja, aber jetzt muss ich dir auch nochmal eine kritische Frage stellen. Wie ähnlich fühlen sich denn diese fünf Runs an? Der war jetzt der unterschiedlichste. Die davor waren alle gleich. Gebe ich dir jetzt, also muss ich dir leider so sagen, die gestern Abend waren alle gleich. Haben sich alle drei gleich angefühlt, was das anging. Weil da war nicht sowas wie der Undead-Ganzlinger drin. Da haben wir dreimal, sind wir gestartet, hatten mit am Tentacles. Anfang nichts. Ja. Sind zweimal durch die Tentacles gestorben und einmal war es... Also es war wirklich immer gleich. Und das muss ich halt auch, das ist halt auch so negativ bei Brimstone, bei dem Dungeon, deswegen mag ich ihn ja auch nicht so. Die fühlen sich bis zu einem gewissen Maß zu repetitiv an. Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Aufnahme auch schon gesagt. Weil auch dieses taktische, wie du vorgehst, vorgehen, aufmachen, stärker. Genau, und da ist es halt in Darklight zumindest stärker, aber das ist halt beim Brimstone, das war jetzt hier zum Beispiel, das hat sich ganz anders angefühlt, das war zur Abwechslung mal nicht so dieses typische, wir gehen vor, machen auf, machen Stellungsspiel, gehen vor, machen auf, sondern es war halt wegen dem Undead-Ganzling hat sich natürlich aufgelockert, weil du dann auf einmal auch nicht am Stellungsspiel gucken musstest, sondern es war ein komplett losgelöstes Ding. Dann hat sich natürlich auch der Flashstalker ein bisschen anders angefühlt, weil er anders moved und durch die Räume auch ganz anders geht. Es war also vollkommen wurscht, ob du beieinander stehst. Ganz im Gegenteil, in dem Fall war es sogar hinderlich, weil er die meisten Attacken auf adjacent macht, also angrenzende Gegner. Wenn er die Waffen ausrüstet. Genau, wenn er die Waffen ausrüstet. Von daher hat sich das jetzt mal wirklich mal wie eine Partie angefühlt, die nicht so typisch dieses Brimstone-Kerker-Erlebnis war. Das war zum einen nämlich ein schönes Erlebnis für den Kerker, zum anderen natürlich wieder super powerfrustig, weil wir wieder gestorben sind. Aber da kann jetzt natürlich, da können die anderen Partien jetzt nicht so, das war jetzt halt, es war halt scheiße jetzt gelaufen. Es war halt jetzt der vierte Anlauf, es ging wieder in die Hose, aber das war eine schöne Partie und das muss man halt dazu sagen. Ich bin jetzt nicht super angefressen, sondern nur, ich würde halt jetzt gern mehr sehen. Ja, sollen wir die Frage, nein, pass auf, die Frage wäre ja nochmal, wir spielen jetzt gerade immer noch diese Darkstone-Mission und wir haben uns immer noch darauf geeinigt, weil wir dachten, es ist ein smarter Schritt, dass wir auf 4 Clues gehen. Ich würde auf 2 runterdroppen. Wenn wir den Small Deposit genommen hätten, wären wir jetzt schon fertig. Genau. Und das wäre halt die Frage, ob wir das dich doch mal machen sollen. Wobei du dann eben, das ist ja immer das Argument, du hast wenig verdient, du hast in der Stadt nicht viel davon. Das stimmt, paar Kröten, nicht, die du hast. Das stimmt nicht zwingend. Ich habe jetzt ja deswegen nicht weniger verdient oder so. Ich meine, bei mir lag jede Menge Zeug eigentlich, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ja, klar. Aber wenn du, gut, jetzt geht es mir ein bisschen über die, fast ein bisschen Henne-Ei. Wenn du später die Mission beendest, weil du 4 Clues sammelst, hast du auf jeden Fall mehr Zeit, mehr Gegner zu töten und mehr Zeug zu finden. Aber du überlebst es halt nicht. Also genau. Wir kommen halt nicht so weit. Und ja, eine kürzere Version endet auf jeden Fall darin, dass du weniger hast, aber es lebend rausschaffst. Aber ich weiß ja nicht, was für Städte noch alles kommen, was da alles drin gibt Neues. Genau, also das werde ich jetzt ja erfahren. Ja, habe ich auch gehört. Hoffe ich. Ja. Nee, aber ich gebe dir natürlich recht, denn das ist ein Problem. Das ist halt so, das meine ich halt auch so, warum es auch so ein bisschen balancemäßig halt schwierig abzusehen ist. Ne? Ich meine, effektiv hast du dann, du kannst immer so ein bisschen rumgrößen und sagen, du machst immer nur 2 Dinger, dann kommst du, schleppst du dich von Szenario zu Szenario, hast aber irgendwie nicht richtig den Drive, dass du sagst, boah, jetzt schaffen wir es trotzdem wieder richtig und jede ist dann wieder so ein Threat für dich, wo du sagst, du kannst jederzeit deinen Helden verlieren. Und wenn du es denn sagst, du machst ein Vierer-Deposit, Vierer-Hint-Mission, dann ist das Problem, dann schaffst du es entweder ganz oder gar nicht halt und dann bist du auf einmal zu overstocked wiederum. Das meine ich halt mit diesen... aber so fühlt sich's manchmal dann an. Du hast dann auf einmal nach dem Stadtbesuch auf einmal, keine Ahnung, 20 Gadgets mehr und bist dann auf einmal für die nächste Mission ein bisschen viel, viel besser ausgestattet. Und das nach der ersten. Da sollte manchmal so ein bisschen, so ein feinerer Übergang da sein. Aber klar, ist jetzt auch schwierig, wie soll man es bei so viel Random-Vielfalt auch manchmal machen, aber unterm Strich würde ich sagen, wir machen es jetzt einfach mal mit den 2er-Hints. Es ist jetzt einfach, es muss jetzt sein, wir müssen jetzt runterschrauben. Mhm. Oder zumindest mindestens auf 3 runtergehen, nicht mehr auf 4 Hints kriegen. Ansonsten kannst du. Oder 4 Clues. Halt im Deck einfach, glaube ich, alle. Es gibt ja, glaube ich, nur 4 Clues. Tatsächlich?
Ja, gut, braucht man sich jetzt nicht spoilern, aber sein, das, ja. Das ist halt das Problem. Also wir müssen jetzt runter reduzieren, wir müssen jetzt nochmal gucken, ob wir es jetzt nochmal hinkriegen, weil ansonsten werde ich irgendwann sagen müssen, wir müssen es abbrechen, wir spielen jetzt, keine Ahnung, Warst oder so. Ja, 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 jetzt gebe ich den Ball doch einfach mal zurück und ich weiß auch, welche Antwort kommt und ich weiß auch, was alle sagen würden, die Aufnahme hören. Warum macht mir das denn nichts aus, dass ich jedes Mal diese erste Mission spiele? Und beim Darklight bin ich schon drüber. Gut, das haben wir gestern so ein bisschen schon geklärt, glaube ich. Ne? Das war halt so, das Gute ist, du weißt, nach einem Brimstone belohnt dich danach dann halt nochmal, weil du halt da definitiv dann nicht mehr stirbst. Gut, jetzt ist die andere Frage, warum du eigentlich mit der masochistischen Ader sagst, okay, das ist jetzt genug für dich immer noch zu sagen, obwohl das Spiel zu einfach ist, hast du Bock drauf, weil es eben nur der atmosphärische Dings ist, der atmosphärische Clou. Randnotiz. Ich kann nicht bestätigen, das Internet ist da schlauer, weil die seit 8,5 Jahren ja das Spiel schon spielen konnten. Ich weiß nicht, wie es mit der Balance jetzt im Act mit Quake 2 aussieht. Okay, das stimmt. Ich habe nur von einem aus dem Forum eben schon gehört, dass er sagte, die haben aufgehört, das zu spielen, bevor Wave 2 dann final ankam, mit Wave 1 5 schon aufgehört, weil die Balance immer noch nicht in Ordnung war. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das zum Beispiel auch Vorstand der FAQ war. Die FAQ kam ja raus und die haben dann ja zumindest daran, glaube ich, habe ich in der letzten Aufnahme erwähnt, daran gerüttelt, welche Items du überhaupt ausrüsten kannst. Dass die abhängig von der... Die haben es einfach kodiert, wie teuer ist ein Item und was für ein Heldenlevel hast du. Und dass du nur bestimmte Preise einrüsten kannst, je nach Posse-Level. Aber das ist, custom-made, ne? Das ist nichts, was... Nein, das war offiziell... Ach, das ist von Flying Frog. Okay. Genau, nachgetweakt quasi. Okay. Genauso wie jetzt so die Regeln nachgetweakt worden sind, wenn du Looking Through a Door machst, kriegst du 5 XP. Das gab es ja früher auch nicht. Was auch Sinn macht, und wir haben es ja vorhin mal kurz während der Runde gehabt, das fühlt sich auch ganz gut an. Also es sind so kleine Anpassungen, die sich halt ein bisschen befriedigender anfühlen. Das war, glaube ich, auch einer der wenigen Gründe, warum mir das auch nicht so vorkam, dass ich einfach nur durch einen Dungeon marschiere und es passiert nichts. Mhm. Weil das war immer so oft bei den anderen. Ich meine, gestern bei den 3 Partien hatten wir zum Beispiel auch nicht, dass man den 5 XP zum Beispiel... Genau, haben wir auch nicht. Und dann hat sich auch, weißt du, dann machst du, wenn du einen Raum erkundest und dann ist schon No Exploration Token auf deinem auf dem Map-Teil und du weißt, es geht nicht voran, dann hast du immerhin wenigstens 5 XP abgestaubt. Das ist nicht viel, aber das ist so ein kleines... Weißt du, da ist wieder so, dass das Kleinhirn, wo wieder sagt, geil, oh, es geht rund, ich krieg quasi Belohnung. Ja. Das fühlt sich dann schon ein bisschen besser an. Also da merkst du, da fließt auch immer wieder ein bisschen mehr Tweaking-Arbeit rein und so, was sich halt ganz gut gestaltet. Und ich meine, es ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, solche kleinen Regeln kannst du ja immer wieder einführen. Ja, was man natürlich trotzdem merkt unterm Strich, gut, wobei das stimmt natürlich im Vergleich zu gestern auch nicht, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen angezogen hat. Ich stimme wahrscheinlich trotzdem unter dem Strich, weil wir gestern trotzdem durch Tentacles, also durch Basisgegner gestorben sind. Vielleicht ist jetzt auch einfach gerade nur die Warnung und wir hatten, als wir die damals vor 4 Jahren oder 3 Jahren... War es genauso, nee, da kann ich dich aber auch beruhigen. Naja, da waren wir nur frustresistenter. Nee, das Problem ist, zu zweit ist das Spiel halt, glaube ich, mit am schwersten. Mhm. Und es wird, glaube ich, der Sweet Spot für die Balance ist so 3 bis 4, wobei ab 4 wird es, glaube ich, wieder zu easy. Zumindest das, was früher so der Fall war. Ja. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Jetzt kann man natürlich viel diesem Spiel vorwerfen. Ja, warum balancen die nicht gescheit? Okay, ja, alles geschenkt. Werfe ich dem jetzt so Mittel vor, aber... Gut, eine Lösung wäre immer jetzt, ne, wenn wir sagen, beim 5. Anlauf klappt es immer noch nicht, dann nehmen wir halt jeder 2 Helden. Dann haben wir zumindest nur einen dritten. Den wir zusammen mehr oder weniger steuert, genau. Ja, was man ja eigentlich nie machen will, aber das wäre halt nochmal so eine Antwort, die ich dann ausprobieren würde. Weil dann wäre es schon spannend. Klar, dann kann es immer noch absolute Glück sein. Aber kommt man dann mit diesem dritten Helden wirklich im ersten Anlauf durch, dann wäre es ja schon interessant. Ja. Weil stimmt nämlich, wir haben es damals nämlich zu dritt. Aber ich glaube das nicht, weil wir dann sofort... Wobei, ich weiß auf jeden Fall, als ich mit Basti spielte, waren wir, glaube ich, auch zu dritt, weil der Markus auch dabei war. Und dann waren wir sofort auf den Medium Threats. Und trotzdem, das ist das Problem, das ist ja immer nur doppelstufig kodiert. Ja, genau. 1 bis 2 Low, 3 bis 4 Mid und 5 bis 6, ne? Nur 5 bis 6, genau, stimmt. Das Limit war bei 6 Leuten. Genau. Ist dann bar high und die Epith Cracks sind eh separat. Und trotzdem sind wir da über die erste Mission drüber weggekommen. Wir haben es ja auch mal geschafft zu zweit. Es ist ja nicht so, dass es nie passiert, aber es ist schon, du merkst schon, ich meine, wir waren gut ausgestattet, rein theoretisch, hatten gute Helden, oder also ich hatte zumindest einen, der eigentlich schon richtig massiv was einpacken kann und auch austeilen kann. Und trotzdem merkst du halt, es funktioniert halt trotzdem nicht. Und das ist ja eigentlich nur die Anfangsmission, ne? Das ist halt der Punkt. Und da fühlst du dich dann halt, wenn du sagst, du hast schon 4 Anläufe gebraucht, entweder spielen wir wirklich mächtig mäßig. Nein, das hat aber hoffentlich nicht der Fall ist, weil so viel Taktik messe ich leider im Brimstone auch bei aller Liebe nicht zu. Von daher sage ich halt auch, wie es ist. Das ist, also in dem Fall merkst du halt auch diese Balanceprobleme halt einfach. Und das ist halt das Problem so ein bisschen. Und deswegen, ich will das nur nicht unerwähnt lassen. Ich meine, wahrscheinlich ist im Long Run trotzdem sowas wie ein Brimstone besser.
was die Balance angeht oder zumindest der Toleranzlevel, den du dann haben musst für ein Spiel, dass du es akzeptieren kannst. Bei einem Darklight ist es halt vielleicht ein bisschen frustiger, was immer im Endgame passiert oder eher im Endgame oder Richtung Endgame. Nee, anders, sondern das einfach durch diesen Story-Modus zum Beispiel speziell einfach... Wie soll man das erklären? Das ist beides Randomness, ja. Im Storyplot ist es nicht so, weil da wird dann halt gesagt, okay, die erste Reise ist zugleich die längste, die es gibt. Ja, stimmt. Die prinzipiell passieren kann. Die ist nicht mal, wenn du Freeform spielst, also wo du einfach die Dungeons random auswählst und dann immer die zu irgendeiner Siedlung reist, da hast du beim Freeform-Modus einfach die Wahl, du sagst, du ziehst nur in die kleinste Stadt. Hast also nur, ich glaube, 3 Tage sind es oder so, oder sind es 4, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, und dieser Story-Modus, der sagt dir, du würfelst ein D6 und dann kommen dann noch 1 oder 3, ich habe schon wieder vergessen, was war es, +3? 3 war es, glaube ich, ja. Ja, genau, das waren die 9 Tage, die maximal drin waren. Das steht in keinem Verhältnis. Ja, klar. Und diesen Würfelwurf kannst du, auf den kommt es an, ob da eine komplette vorherige Mission auch im Sack war oder nicht. Ja, genau. So, und hier ist die Randomness letztendlich versteckt in den Karten, die kommen, die du beim Darklight aber auch hast. Erinnere dich an den 2. Kerker, wo die Scornroots kommen. Ja, klar, natürlich, ja. Das kommt noch oben mit drauf. Oder, also... Da funktionieren beide Modi irgendwie so mittel, weil wenn du den Freeform-Modus zum Beispiel spielst und du würfelst einfach die Kerker aus, dann kommt der Endgegner, der safe durch die Endurance nicht machbar ist. Mhm. Und es spielt gar keine Rolle, wie der Kerker vorher war. Da war safe Schluss, Feierabend. Mhm. Das heißt, der Würfelwurf, der entschied, welchen Kerker du spielst, war der Plotstop. Es war also völlig egal, ob du den Kerker überhaupt spielst. Hier hast du vielleicht nur Pech, dass der Flashstalker zum falschen Zeitpunkt kommt, wenn er denn überhaupt kommt, und wie die kritischen Treffer laufen. Da hast du also noch eine Variabilität drin, dass es überhaupt klappen kann. Der Shadowlurker war mit den beiden Helden 0 machbar. Ja, das stimmt. Ja, genau. Mathematisch 0. Wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, ob der Flashstalker, egal wann er kommt, der blutet dich trotzdem ein bisschen aus. Ne? Ressourcen kostet er immer. Das ist deswegen, ja gewollt, ja. Deswegen, es kommt eher darauf an, wie viele von diesen Nicht-Standard-Begegnungen kriegst du quasi. Ich glaube, das ist auch so oft ein Punkt. Also das ist eher was du merkst, eine kannst du ganz gut handhaben bei Brimstone. Wenn du sagst, entweder der Ganzlinger oder der Flashstalker wäre beides machbar gewesen, zusammen, naja, sage ich, wie es ist. Ich meine, wir haben einen Revive-Token da schon wegschmeißen müssen, genau, weil es einfach nicht mehr ging. Aber das sind eben diese Eventualitäten, die es noch gibt. Beim Darklight gibt es die Eventualität, genau, nicht. Der Shadowlocker kommt in diesem Kerker einfach am Ende. Keine Auswahl. Ja, das stimmt. Aber das kann natürlich auch so ein Baby-Dings am Ende kommen. Ne? Das geht natürlich auch. Ja, wenn es Kerker sind, die random sind. Aber es gibt ja auch Kerker, die dir einfach sagen, das ist der Endgegner. Ja, und der wird random gewürfelt für jede Heldengruppe. Ja, das stimmt. Das ist zu viel auf einmal einfach, was wir halt dann mal abgrasen wollen und so. Das stimmt schon. Aber das ist der Unterschied. Wir spielen gerade das Brimstone, wo wir in den Decks halt die Doppel-Innsmouth-Karten ziehen. Kommt halt vor. Ne? A la Arkham. Aber... Das ist das Problem für mich. Das fühlt sich für mich eben trotzdem anders an. Ich muss hier durch die Randomness durchbestehen, aber die Chance zu überleben ist da. Beim Darklight muss ich auch die Randomness überwinden, aber ich weiß, der Plotstop wartet auf mich. Wenn ich den falschen Kerker würfel, ist es safe rum. Ja, gut, das stimmt. Ja. Und das motiviert mich nicht. Ja. Gut, ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, was ist denn hier eigentlich nochmal das Ende von dem ersten Szenario? Da genau. Ist ja auch, weiß ja nicht, was kommt. Nee, genau, der wird random gezogen, nur genau. Dass du bei diesem allerersten Szenario, was du spielst, nicht die Epic Threats nimmst, sondern nur die Highs. Stimmt, die sind ja auch so entspannt, ne? Richtig, da passiert ja quasi nichts. Und tja. Und das ist für mich halt, deswegen ist es emotional nicht so schlimm. Obwohl hier gerade dasselbe passiert wie beim Darklight, wir spielen hier jetzt gleich zum 5. Mal diese erste Mission. Ja, stimmt, ja. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, das ist ja ganz witzig, du spielst ja bei Darklight, spielst du. Haben wir jetzt 2 Missionen gespielt und die 2. verloren. Und aufgrund der Erfahrung, die wir in unserer Gruppe gemacht hatten, die wir in der Gruppe gemacht haben und die man im Internet so hört, wissen wir, das Spiel ist unfair. Sagen wir es mal, drücken wir es mal so aus. Mhm. Hier spielen wir 5-mal, jetzt zum 5. Mal Mission, die erste Mission bei Brimstone, haben jedes Mal verschissen und trotzdem sage ich zu dem Spiel, es ist nicht unfair. Was eigentlich total paradox und sinnfrei ist. Ja, da kann ich halt leider nicht so sagen, weil da vertraue ich natürlich jetzt auch auf deine Gruppenerfahrung und sage, okay, du weißt, was du bisher gemacht hast, weil bisher würde ich sagen, die Erfahrung ist bei mir die gleiche. Also deswegen spiele ich auch zum Beispiel jetzt noch einen Brimstone, aber ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass ich zu früh zu einem Darklight Tschüss gesagt habe irgendwie. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, nach 2 Partien hätte ich jetzt nicht schon ein Urteil bilden sollen, dass wir das nicht mehr spielen brauchen, so ein bisschen. Kannst du mal wieder aufbauen, wir haben ja noch 3 Tage Zeit. Genau, gut, wir haben in den 3 Tagen halt noch eine Mission zu beschaffen, ne, von Brimstone wenigstens. Also die sollten wir wenigstens kriegen. Ja. Nee, deswegen, weil ich glaube, ich habe nämlich den Gedanken eben nicht. Ich glaube, die sind beide für mich, was das angeht, absolut gleichbedeutend.
Es ist nur ein bisschen eine andere Herangehensweise vielleicht, was für eine Art von Spiel ich suche zu dem Zeitpunkt. Mhm. Weil ich glaube, die bedienen beide relativ dasselbe Konzept. Die Frage ist, mit was für einer Art von Spiel oder Art von einer Bestrafung ich mich eher anpassen kann. Dieses, ja, mach mal. Ich werde bestraft am Anfang, was nicht sein muss, klar. Ich meine, ich will das jetzt nicht als pauschal abstempeln. Oder halt dann irgendwann. Aber das, wie gesagt, deswegen, ich glaube, die sind trotzdem relativ ähnlich. Und ich würde jetzt auch ungern sagen, ich habe mein Urteil für beide jetzt schon wieder abgegeben. Aber ich bin trotzdem nach wie vor auch ein bisschen gedämpft von dem Brimstone. Ich bin reserviert, ne? Ja, ich möchte das auch schon. Ich muss da jetzt auch langsam mal ein Erfolgserlebnis kriegen, ansonsten wird das kleine Kind in mir ganz schön ungeduldig und dann, wenn ich meine Stadt nicht kriege, dann heißt es halt schade. Ab jetzt spielen wir nur noch Eldritch Horror. Ja, also fest steht natürlich, wenn das jetzt wirklich so kommt, dass wir die nächste wieder verlieren, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, ne? Nehmen wir den dritten Helden, starten wir einfach mal nur für die Variation, einfach mit einem Themed Adventure, einfach um es auch mal zu sehen, nur zur Auflockerung für uns. Ja. Wobei da ja schon drinsteht, Achtung, Einstiegsgruppen sollen dann auf jeden Fall 3 Sideback-Items mitnehmen, weil es sonst nicht geht. Mhm, genau. Aber 3 Sidebacks an einem Pro-Typ ist halt schon eine Menge, ne? Das ist auf jeden Fall gut. Also 2 Bandages und ein Dynamit mitzunehmen ist schon was anderes als ein Dynamit. Mhm. Aber klar, dafür kommen dann eben auch die Lost Army oder sonst was. Stimmt, also Dynamit kann und die 2 Bandages können dir jeweils eine Wund heilen, also richtig, von daher... Ganz genau. Geht alles, da ist alles drin. Kurz um lange Rede, kurzer Sinn. Du bist immer noch nicht abgebockt. Ey, auf gar keinen Fall, nein. Aber das ist auch klar, weil da weiß ich auch, das ist eben das, was mir die Erfahrung auch gibt. Ich weiß, wenn ich über die erste Mission rauskomme, wird es mich auch wieder richtig catchen. Ja. Das ist halt das Gute an dem Ganzen. Ja. Ich bin aber ganz ehrlich, wenn das jetzt meine erste Spielerfahrung von Brimstone wäre, wäre es für mich schon ein harter Bruch. Und ich würde sagen, lass mal was anderes spielen. Ja. 4-mal die erste Partie würde ich sagen, nee, danke, du, brauche ich jetzt nicht nochmal. Ja. Ich weiß es jetzt, und jetzt spiele ich es auch wirklich nur, weil ich weiß, da kommt im Long Run kommt noch was. Ja. Von daher ist es halt, ich weiß auch nicht, ob das fair ist. Ob man sagen muss, okay, nur weil man weiß, was im Hintergrund kommt, weißt du, boxst du dich jetzt so durch 4 Partien irgendwie, gut, das heißt, zumindest 3 waren richtig scheiße. Oder zumindest, die waren halt so unbefriedigend. Die 4. ging aber, ja jetzt total. Aber ich würde behaupten, es gibt, also jetzt geht es ja auch mal darum, wie Leute an so ein Spiel rangehen wie ein Brimstone. Ich möchte behaupten, gibt es wirklich Leute, die im Retailmarkt oder so alles gleichzeitig gekauft haben und alles gleichzeitig integrieren, wie wir jetzt? Ich, also selbst bei Arkham, wo alles gleichzeitig zur Verfügung stand, hat man das auch nicht gemacht. Also ich glaube, du fängst wirklich mit einer Basisbox an, nimmst 2 Heldenpacks dazu oder 2 Bosspacks oder was auch immer und dann fängst du erstmal an mit den Sachen, die du zusammengeklebt hast oder so, ja, und genau, du ein paar bemalt hast. Und dann kommst du über diesen Chalkpoint schon hinweg und dann fängst du an, noch mehr reinzublasen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, wenn du die erste Mission nicht schaffst. Dann bringt dir auch nicht, ob du langsam kommst. Wir haben sie früher ja schneller geschafft. Nein. Ich kann mich an unsere erste Partie erinnern. Da haben wir 3-mal neu gestartet. Da haben wir 3-mal neu gestartet. Genauso wie ja, richtig, aber nicht 5-mal. Das ist scheißegal. Wenn ich normalerweise 3-mal die Partie nicht mache, ist für mich der Abend gelaufen. Und ich sage, okay, wir können auch was anderes spielen. Wir sind anscheinend zu scheiße heute für das Spiel. Oder das Spiel zu tough für uns. Ja. Eins von beiden. Also das gibt dann nur diese Möglichkeit. Und dann bin ich schon eher so ein bisschen reservierter und sage dann, okay, mal gucken und so weiter und so fort. Deswegen, ich sag ja, es ist wurscht. Es geht darum, ich bin nicht gegen das Spiel. Für Leute, die sagen, das sind die beiden besten Dungeon-Crawler, die es gibt, kann man denn was gegen sagen? Welche beiden jetzt? Brimstone und Darklight? Nee, weil die sind, das ist nämlich genauso die Personifizierung von einem Crawler eigentlich. Nicht so ein, Entschuldigung für jeden, den ich jetzt vom Kopf stoße, aber nicht so für einen Dreck wie Descent zum Beispiel. Weil das als Crawler zu betiteln, ist halt zum Beispiel im Vergleich zu einem Brimstone oder einem Darklight eine dreiste Lüge und unverschämt, möchte ich fast behaupten. Wobei, aber dann kommen wir in die andere Folge, die 1000 genau, können wir Leute schon dich Lügen gestraft haben, wobei die App bei Descent natürlich schon deutlich was reißt. Natürlich, aber trotzdem kommt es lang nicht an dieses Erlebnis hier ran. Allein, nee, weil es hat diese Wogen einfach nicht. Genau, und auch das Ganze drumherum noch dazu. Und ja, wenn du dieses Erlebnis suchst, so dieses Komplettpaket an Dungeon Crawler, Rollenspiel, lustige Atmosphäre und eigentlich Entfaltungsmöglichkeit in einem Spiel, dann bist du bei einem Darklight oder bei einem Shadow of Brimstone wahrscheinlich am besten bedient. Ja. Also ganz ohne Frage. Da möchte ich sagen, sowas hatten, also Descent, auch allein wegen dem, klar, vielleicht mag es manche Leute nicht stören, aber dieses generische Fantasy macht mich halt total wahnsinnig. Ich kann es halt irgendwann ab einem Punkt nicht mehr sehen. Und das ist halt auch so ein großes Argument für sowas wie ein Brimstone. Und das, wie auch in der letzten Folge schon erwähnt, ich bin kein großer Western-Fan. Und trotzdem zieht das Thema für mich so unglaublich, weil diese Mischung und dann dieses Aufsetzen von den anderen Welten, was noch dazu kommt, wo du einfach jegliches Thema aufsetzen kannst und es fühlt sich an, als ob das irgendwie passt, macht es einfach
im Paket halt einfach so unfassbar gut. Und das ist das Schöne. Du hast halt immer irgendwie ein neues Erlebnis und du bist nicht so irgendwie... Du musst nicht immer die erste Mission immer wieder spielen. Genau, musst nicht immer die erste Mission wieder sehen und siehst. Aber das Gute ist, wir sehen nicht immer das in denselben Content. Ah, warte mal, die Tentacles kamen jeden Tag. Das ist auch egal. Ja. Nein, aber das meine ich halt. Also Brimstone ist dahingehend einfach... trotzdem noch variabler einfach und es hat noch so diesen Flair, was sich trotzdem dann in der Partie nicht stört, wenn das ist so ein bisschen ähnlich wie ein Arkham-Phänomen. Manche Partien können einfach scheiße sein, weil nichts passiert, das fühlt sich gleich an und manchmal macht der Randomness-Faktor einfach eine Partie zu einer göttlichen Partie. Das muss man dann einfach auch sagen, wo du dann sagst, okay, das ist eine Partie, die möchtest du nie wieder missen und ohne die wäre mein Spielerlebnis nie so gewesen wie gerade eben. Und dann sage ich, das macht ja ein Brimstone, kann ein Brimstone halt auch schaffen. Das schafft halt für mich, oder hat für mich ein Descent nie geschafft. Nee, genau. Das der Einser noch, ja, kann ich mich noch erinnern damals, ja, wo wir saßen. Bis heute nicht vergessen. Genau, überragend gut, wo auch, es waren einfach unvergessliche Momente zum Teil dabei. Das hat ein zweiter Teil nie für mich geschafft. Mhm. Und das schafft halt so ein Spiel wie Shadow of Brimstone die ganze Zeit. Ja, das Witzige an diesen Spielen, die halt nicht die beste Mechanik haben ist und die so Freeform sind, wie man es ja bezeichnen kann, ist, dass sie eben so narratives Setting generieren, genau, die zumindest das Potenzial haben, unvergessliche und erinnerungswürdige Situationen zu kreieren. Was eben auch Problem ist von diesen zweifelsfrei stärkeren Spielen, mechanisch gesehen wie in Sword and Sorcery, die aber auch was so diese, das sage ich ja immer, diese Ausreißer deiner emotionalen Lage und deines emotionalen Befindens immer so sind, das ist immer nur eine solide Unterhaltung. Da gibt es nie, wo auf einmal vier Leute gleichzeitig aufspringen und sagen, Alter, was passiert hier denn? Sondern vieles ist antizipierbar in dem Regelkorsettrahmen, was man hat. Hier kann prinzipiell alles passieren. Hier machst du eine falsche Tür auf, dann ziehst du einen falschen Encounter, Belial spawnt und vernichtet einfach den ganzen Kerker mit allem, was drinsteht. Ja, wo du dann selber sagst, geil, mein 40-Stunden-Held ist zwar gerade tot, aber was eine geile Situation. Yeah. Genau, da gehört natürlich auch eine gesunde Portion Masochismus auch dazu. Absolut. Das darf man nicht ganz vergessen, weil diese lustigen Situationen meistens leider auf Kosten deines Helden bzw. deiner Heldentruppe natürlich passieren. Aber wichtig für alle Leute, die das jetzt trotzdem noch hören, ist noch der letzte Hinweis, dass wir trotzdem diese Basisregel aus dem Handbuch spielen, nämlich dass wir die Hardcore-Regel spielen. Genau. Das heißt, bevor die nächste Runde beginnt oder sogar dein nächster Zug beginnt, musst du recovered werden von einem deiner Helden. Was nur möglich ist, wenn du auf einem Map-Teil stehst, ohne Monster, was in 99% aller Fälle nie machbar ist. Das heißt, sobald hier kein Revive-Token mehr ist, du keine Bandages mehr hast, heißt das, das ist Insta-Death und du bist weg. Und das spielen wir gerade halt hier. Genau, also wir machen es uns natürlich auch doppelt schwer. Das darf man natürlich nicht vergessen. Aber ganz, ich meine, wir wollen ja auch kein Cakewalk haben, sondern wir wollen das ja auch wirklich, wir wollen ein anständiges Abenteuer erleben. Ja, wir wollen halt die Harsh Penalties haben, weil nur dann machen diese Spiele Spaß. Wenn ich weiß, dass dieses Brimstone, okay, das Szenario ist nur verloren und wir haben unsere Helden aber wieder, das würde ich nicht spielen wollen. Nein, vor allem, weil das ist doch auch, ist ja nicht so, als ob du einfach im Kerker umfällst, sondern rettet dich auf einmal irgendein... Also es ist ja auch von der Narration her einfach auch Quatsch. Ich meine, wenn du im Kerker umfällst und weg bist, dann fressen dich da die Monster und das war's. Ne? Da gibt's kein, ich kann nochmal über losgehen quasi oder sowas. Das geht einfach nicht. Ja. Aber natürlich diesen Timer, dass du stirbst, gibt's natürlich trotzdem, wenn du die vier Injuries oder vier Madnesses genau hast. Deswegen. Oder eine Mutation doppelt oder ähnliches. Es ist die Timer gibt's schon. Wir spielen genau halt den vorverlagerten Timer, der halt tatsächlich vielleicht sogar für zwei Spieler auch zu brutal ist. Also vielleicht nehmen wir auch gerade den Schwierigkeitsgrad, der uns selbst das Spielvergnügen vermiest, da wir aber grenzdebil sind und das nicht reflektieren können. Ziehen wir es aber weiter. Wir machen fünfmal dieselbe Mission, wir werfen es dem Spiel vor, dass das Spiel scheiße ist, anstatt diesen Modifikator vielleicht auf gar keinen Fall. Auf gar keinen ganz Fall. Genau. Das nennt man Reflexionsvermögen, ne? Oh, was? Ja. Das Wort ist mir auch fremd, deswegen. Reflekt wir? Ja, aber das ist, ich meine, warum soll man es nicht auch einfacher machen? Ich meine, ansonsten hast du, ich weiß nicht, jeder, der jemals Diablo gespielt hat, weiß, wie es ist, wenn man Softcore spielt. Das ist super unbefriedigend, wenn man das schon mal im Hardcore-Modus gemacht hat. Das geht einfach nicht. Da hast du das Gefühl, du bescheißt dich gerade selbst, um die Erfahrung, die es wert wäre, gerade eben durchzunehmen. Weil, ja, es ist einfach tougher, es fühlt sich umso besser an, wenn du aus diesem Kerker rauskommst. Und gleich schaffen wir es. Und das Schöne ist, mein Frustlevel ist zwar auf 140% gerade im Moment, das ist vollkommen okay, weil danach bin ich so mit Endorphinen vollgepumpt, wenn ich dann in der Stadt bin und endlich was Neues sehe. Was losgeht. Dass es sich lohnt und deswegen liebe ich ja auch... Lass uns weiterspielen. Genau, das ist ja das Problem und deswegen, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, die nächste Aufnahme ist noch frustiger. Viel Spaß. Tschüss.